herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört und im Hintergrund sieht man auch schon wieder den Wächter vorbeischleichen. Wir haben die Teile besorgt, die wir besorgen sollten, um Feuerpfeile herzustellen. Und unser nächstes Ziel liegt jetzt irgendwo da hinten, weil wir nämlich Stolperpfeilen besorgen sollen. Das war jetzt falsche Taste. Ich wollte eigentlich... Achso, genau, das war mit dem Stick. Ich wollte... Das war jetzt eine sehr coole Einstellung, gerade wo ich rausgesprungen bin. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Lärm. Also oben an dem Auge erkennt man schön, wie viel Lärm eigentlich einer macht. Ich sehe jetzt im Moment noch keine Wächter, aber hier ist was zum Verstecken. Das ist immer... Denke ich mal ein Zeichen, dass da jetzt gleich was kommen könnte. Aber hier ist jetzt im Moment noch nichts. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Was ist denn das da unten? Ne, das sind nur Fackeln. Okay, ich dachte schon. So, Mutters Wiege heißt das dann hier. Wo sind wir denn auf der Karte gerade? Okay, hier ist noch ein Dörfchen. Achso, das Dörfchen ist Mutters Wiege. Okay. Gut, dann müssen wir also quasi immer ja, dem Pfad folgen sozusagen. Das Problem ist natürlich, dass hier überall die Viecher auftauchen könnten. Hinten läuft zum Beispiel schon wieder so ein Wächter rum. Was ist das denn? Das sind welche aus dem Stamm, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte gerade, da läuft so ein Viech rum. Oder hinten laufen aber welche rum. Sie sind aber ganz schön nah bei denen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Hier unten, glaube ich, ist das Dorf. Ja, genau, hier unten ist das Dorf. Da gucken wir jetzt auch mal eben kurz drüber zumindest. Ich meine, rein darf ich wahrscheinlich nicht, weil ich ja ausgestoßen bin. Aber da, so einen Blick auf das Dorf konnte ich mir jetzt hier nicht verwehren. Oder uns nicht verwehren. So, dann schauen wir mal. Das haben wir alles eingesammelt. Das ist ein Wildschwein. Ach, der sollten wir doch irgendwie auch was zu Futter mitbringen, ne? Der einen... Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die er so ein bisschen... Naja, ich will jetzt nicht sagen, beleidigt hat, aber... Die er so komisch benannt hat. Es ist Zeit, die Stolperfalle von Cass zu kaufen. Ja, ja. Moment, ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Was für ein Lagerfeuer? Es wäre schön, wenn ich auch wüsste, wo die Lagerfeuer sind, damit ich da dann zur Not auch mal schnell speichern kann. Na gut, ich hoffe jetzt hier mal, sonst dass... niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Da ist er. Er wirkt nervös. Ja, wahrscheinlich, weil irgendjemand wiederkommt oder so. Hi. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Der ist ja nett. Sei nicht so griesgrämig, genau. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Naja, Angst, dass ich dich melde. Ich sag mal... Ich meine, wir können ja mal fragen, aber sie würde es ja nicht tun. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Ja, ist doch schon rostweißes. Naja, gut, okay.
Warum riskieren, mit Ausgestoßenen zu handeln? Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts Negatives, wenn ich jetzt mit ihm so drüber rede. Nicht, dass er dann, Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gaben mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Ja, sind wir mal ehrlich. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass er ausgestoßen wurde, weil er sie großgezogen hat. Habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Habe ich einen Plündererlinse? Ich habe keine Ahnung. Achso, verkaufen, da. Okay. Nein, du sollst da runtergehen. Achso. Echte Herz, Lohe, Zünder, Draht, Brennwurzel. Ich habe doch gar keine Plündererlinse. Was erzählen die denn hier für einen Quatsch? Moment, Ausrüstung, Outfits, Schaden, Handhabung, Eisschutz. Was? Fallen und Tränke habe ich nichts drin. Ich habe doch gar keine Plündererlinse. Was erzählt ihr denn hier für einen Quatsch? Ich weiß auch nicht, wo man Plünderer findet. Zünder, Draht, Lohe, Wächterherz. Moment, Quellenverwendung? Steht aber auch nichts mit Plündererlinse oder so, ne? Schockfalle. 20 Metallscherben. Ja, geil. Und ich habe 19. Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt eine Schockfalle wirklich haben wollte. Oder ob das detonierende Sprengfalle... gut, die wäre jetzt noch teurer. Feuerwiderstandstrank. Jo. Ich hab keine. Wolltest du nicht eine Stolperfalle? Ich bin bereit zum Handel. Und du? Ja, ich anscheinend nicht. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay. Viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was er braucht im Moment. Plünderer. Irgendwas mit Plünderer. Plünderer. Sag mir das nochmal kurz. Du bist wieder da. Welche Freude. Ja, ne? Freue ich mich auch jedes Mal. Aber er sagt's nicht mehr. Scheiße. Wolltest du nicht eine Stolperfalle? Ich bin bereit zum Handel. Und du? Ja, ich glaube, das war dann wohl alles. Okay. Viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ja. Wo kriege ich so ein Ding jetzt her? Ich weiß jetzt nicht. Da unten ist noch ein Lagerfeuer oder was? Becken Südtor, okay.
Ach, da war. Ah, da war das Lagerfeuer, was jetzt eben aktiv wurde. Läuferarenal. Ja, aber die haben ja von Plünderer gesprochen. Ich bin jetzt so ein bisschen. Da, Plünderarenal. Okay. Kann ich da hinreisen? RT. Rede mit Carsten Falsch um eine Stolperfalle. Das muss ich noch machen. Ja, aber dazu brauche ich ja erstmal das, was er haben möchte. Kann ich da jetzt schnell reisen oder nicht? Was ist denn das jetzt für ein Fähnchen hier? Reisen? Du benötigst zum Schnellreisen ein Reisepaket. Ja, den Mist hatte ich ja jetzt schon mal. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Strecke wieder zurücklaufen, oder was? Weil da hinten ein Plünderer-Arenal ist, wo ich hin muss, oder wie? Ach, das ist. Ah, okay, das ist der Wegpunkt. Sehe ich jetzt gerade. Und das ist die kauzige Krater. Mit der sollte ich ja auch noch reden. Aber dafür sollte ich Fleisch mitbringen. Ja. Da müsste ich unterwegs irgendwie mal was erledigen oder so. Dich zum Beispiel. Guck mal. Nein, bleib doch mal. Oh Gott. Ich bewege mich doch schon gar nicht. Nicht abhauen. Komm. Nicht abhauen, los. Bleib mal stehen. Da hinten läuft auch noch irgendwas. Ach, du bist ein Fuchs, ne? Bleib mal stehen. Ach komm. Bleib doch mal stehen. Hallo, lieber Fuchs. Bleib mal stehen. Dann sollen wir ihr irgendwie ein Wildschwein oder so. Müssen wir mal gucken. Irgendwo links, meine ich, waren doch Wildschweine, oder? Die hatte ich doch gesehen. So, ich mache jetzt einen riesen Lärm und führe die alle in die Siedlung. Boah. So, jetzt will ich mal gucken. Warte mal, da ist zum Beispiel ein Wildschwein. Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nicht bewegen. Oh. Saudummes Wildschwein, du. Im Jetzt Wald ist komm es wieder immer so zurück. ruhig. Aber da waren doch auch Wächter, oder? Rechts ist einer. Oh, ich versuche mal. Naja. Ich versuche mal leise mich ranzuschleichen. Das ist so eine Sache, ne? Und ein toller Satz, nebenbei bemerkt, aber. So. Kann man dich eigentlich auch scannen? Okay, man kann dich scannen, aber du hast keine Dings angezeigt hier, wo du. Eigentlich müsstest du ja überall angreifbar sein, ne? Okay. Fleisch hätten wir theoretisch schon mal. Oh, da unten laufen auch noch ein paar von den Viechern rum, sehe ich gerade. Fleisch, sehr schön. Das können wir der alten, kauzigen irgendwas da mitbringen. In die Richtung müssen wir ja sowieso. Ich hoffe mal, dass die Wächterviecher da jetzt nicht bis nach hier kommen. Da ist noch was zum Einsammeln, sehr schön. Brauchen wir auch immer genug, damit wir neue Pfeile machen können. Und ich sag mal, die einfachen Pfeile wirken zumindest bisher recht gut. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt so ist. Ich denke mal, je höher das Level ist, umso schlechter wirken die wahrscheinlich. Aber gut, das müssen wir dann herausfinden. Ah, da ist eine Herde. Okay. Aber das ist nicht die Herde. Nee, das ist diese andere Läuferarenal. Genau. Und ich muss ja da oben die Plünderer haben. Ich weiß immer noch nicht, was er jetzt haben wollte. Ein Plündererauge oder sowas, glaube ich. Ich hab's wieder vergessen. Normalerweise kann man das ja im Nachhinein auch immer angucken, aber. Du hast mich nicht gehört, ne? Du hörst mich nicht da hinten. Okay. So. Dann machen wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal auf und wieder zurück. Komm mal da hoch. So, ist jetzt die Frage: Wir dürften hier auf der Seite sein. Da sind wir eben nicht durchgelaufen. Wobei, da glaube ich auch. Nützlich für eine alte Rezeptur. Wächter waren, oder? Bin mir jetzt nicht sicher.
Reicht das eigentlich, wenn wir jetzt so einmal mitbringen? Oder müssten wir jetzt noch einen Truthahn irgendwie besorgen oder so? Das weiß ich natürlich auch nicht. Das werden wir dann wohl herausfinden. Hoffe ich doch. Moment, da hinten waren aber doch auch ein paar von den Viechern, oder? Wir sind über die Brücke hier gekommen. Und haben da oben doch zum Beispiel vorhin jemanden laufen sehen, oder? Was ist denn das jetzt hier? Kann man da drauf? Ach, da kann man wirklich drauf. Das ist ja geil. So eine kleine Abkürzung. Das ist cool. Ja, um deine Schwester kümmere ich mich später mal irgendwann. Ich muss mich jetzt erstmal um die Hauptquest kümmern. Weil die möchte ich auf jeden Fall erstmal durchspielen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn das jetzt hier auch so doof gemacht ist, dass man die ganzen Nebenquests braucht. Bist du da draußen? Oben... gucken, ob hier irgendwo Gegner sind. Dass man die Nebenquests braucht, um vielleicht vom Level her höher zu kommen. Was wird das? Brom! Kannst... Was war das gerade? Plünderer-Arenal? Kannst du mich hören? Wer hat mich denn jetzt hier gescannt? Ein Plünderer. Und eine hiervon. Plünderer. Boom, bitte, hier ist Dolara. Ach, und die laufen dann hier. Aha. Okay. Okay. Ich glaube, die sind schon ein bisschen heftiger. So wie das aussieht. Ich bin hier, Brom! Bist du da draußen? Da hinten laufen aber jetzt die Wächter rum, wenn ich das richtig sehe. Also wenn man einen Plünderer quasi erledigen will, braucht man nur darauf zu warten, bis der einen findet, so ungefähr. So kann ich das jetzt nicht machen. Bitte, Brom! Komm doch zu mir! Da läuft er hinten rum. Komm mal ein bisschen zu mir hier. Komm. Rum! Hier ist Dolara, deine Schwester! Ja, halt doch mal die Klappe. Ich versuche gerade so ein Wächterviech-Dingsbums Plünderer zu kriegen. Das hat sie jetzt irgendwie gefährlich angehört. Bist du da draußen? Ein Wächter, oder? Das ist ein Wächter. Brom, kannst du mich hören? Also kann ich mich hier nicht vernünftig hinstellen? Plünderer. Ah, aha. Das hat Eindruck hinterlassen. Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Bitte, komm doch zu mir!
So. Okay, der Wächter hat anscheinend überhaupt nichts mitbekommen hier. Der läuft doch da hinten rum, okay. Mehr Plünderer scheinen hier auch nicht zu sein. Rom! Hier ist Olara, deine Schwester! Halt doch einfach mal die Klappe. Ich bin hier gerade beschäftigt. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt das dabei habe, was er haben will. Das ist das Problem. Zünder. War das nicht sogar ein Zünder oder so? Oder? Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach nochmal zu dem zurück. Bist du da draußen? Wobei wir jetzt gerade hier sind. Moment, ich guck mal eben auf der Karte nach. So, Wegpunkt. Irgendwie müsste ich nach da oben kommen. Wahrscheinlich über den kleinen Weg da hinten, denke ich mal. Na gut, der markiert mir nur den Weg nach unten. Na gut, dann gehe ich jetzt eben wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Und hoffe, dass wir jetzt mit ihm feilschen können. Rom, kannst du mich hören? Jetzt hier, ja, ne? Ich meine, hier war noch eben keine Maschine. Oh, bitte, hier ist Olara. Schwupps, dann gehen wir nochmal schnell zum Schnellspeichern, weil wir ja doch schon ein bisschen was zumindest gemacht haben. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, das war hier auf der Seite. Och, lauf doch mal ein bisschen schneller. Das mit dem Sprinten ist irgendwie echt... Man sieht auch keine Ausdaueranzeige irgendwie. Die geht nur... Irgendwann wird sie dann langsamer und sprintet halt nicht mehr. Da kann man wohl irgendwie von da oben auch noch runter. Okay. Naja, egal. Ich hoffe, ich habe jetzt das dabei, was er braucht. Das nehmen wir auch noch mit. Wie war das jetzt? So, stellen wir wieder neue her. Da ist er. Er wirkt nervös. Naja. Er war eben schon nervös. Da wird sich jetzt nichts dran tun. Junge, rede mit mir. Ich hoffe, ich habe das, was du brauchst. Du bist wieder da. Welche Freude. Klang jetzt nicht so nach dem, was er vielleicht mir mitteilen wollte, aber... So, eine Stolpe... Ah, eine Plündererlinse wollte er, genau. Kaufen. Keine Ahnung. Da... Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag bloß. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Das weiß ich nicht, aber wir schauen auf jeden Fall mal. Eine Stolperfalle können wir jetzt nicht mehr. Eine Schleuder, ja.
Achso, können wir uns aber alles nicht leisten, weil er da viel zu viele Scherben und so für haben will. Okay. Gut, ein Kriegsbogen. Wenn wir irgendwann mal genug Metallscherben hätten, dann könnten wir den vielleicht kaufen. Entweder das oder, Moment, Handhabung, Munition. Oh, da hat aber wesentlich mehr Munition drin, okay. Dieser langsam feuernde, aber äußerst präzise, zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Es ist der Scharfschütze und der Kriegsbogen. Diese Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Elementladungen ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen, ja gut, würde ich eher den Scharfschutzbogen bevorzugen. Aber gut, können wir jetzt sowieso noch nicht, haben wir nicht genug für da. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt so gut wäre, wenn wir da irgendwas von unseren Rohstoffen verkaufen. Weil, naja, wir wissen halt nicht. Detonierende Sprengfalle. Okay, die könnten wir theoretisch kaufen. Aber ich meine, gut, die wird halt einmal nur benutzt, denke ich mal, ne? Diese Falle wird auf dem Boden platziert und ausgelöst, wenn sie beschädigt wird. Bei den folgenden Explosionen beschädigt sie alles innerhalb des Sprengradiuses. Ja. Ja. Aber weiß ich nicht. Ich meine, 75% Feuerschaden, Widerstand von 90 Sekunden. Diese Flüssigkeit aus dem Extrakt der Feuerbrennwurzel schützt für kurze Zeit gegen Feuereffekte. Normalerweise würde ich sagen, ich würde mir da gerne eins von mitnehmen, falls wir mal irgendwo eine Prüfung haben, wo wir wirklich durch Feuer laufen müssen. Aber es ist auch sehr teuer, ne? Und ich denke mal, wenn wir das wirklich brauchen würden, würden wir es auch irgendwo bekommen, nehme ich mal an. Munition könnte man jetzt theoretisch auch bei ihm kaufen. Die ist wahrscheinlich auch sauteuer. Feuerfallpaket, ja, 25 für 25 davon. Naja, also... Schatzkisten, Gratisprobe Schatzkiste. Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Kiste mit kostenlosen Gegenständen für Neukunden. Ja, die nehmen wir doch mit, würde ich sagen. Ne? Ich meine, kostenlos ist kostenlos. So, haben wir jetzt eine von im Besitz. Sehr selten. Okay. Gegen einen reisenden Gutschein. Ja, ich möchte ja selber reisende Gutscheine haben. Beziehungsweise ich möchte irgendwie reisen können. Ein neuer Tag, ein neuer Handel. Nee, ich möchte nicht machen. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Tutorial, bitte rufe das Waffenrad auf, um die Stolperfalle auszurüsten. Wähle mit R die Standardmunition. Ja, ja, das habe ich schon alles verstanden. Das werde ich aber dann erstmal... Ziele auf dem Boden in der Nähe eines Gegners und feuere auf zwei Positionen, um einen Schockdraht zu platzieren. Er betäubt den Gegner, wenn dieser den Draht überquert. Bei größeren Gegnern, denke ich mal, wäre das hilfreich. Gut, aber erstmal hieß es hier, ich soll nochmal mein Questtagebuch öffnen, das machen wir. So, triff Rost am Nordtor, finde etwas über seine letzte Lektion heraus. Würde ich gerne machen, aber mich würde das auch interessieren, genau, hier diesen Auftrag mit der kauzigen Krater. Ich weiß nicht, warum ich dafür Stufe 4 haben muss. Wahrscheinlich, um meinen Gegnern... Ja, oder Stufe 4 haben sollte, keine Ahnung. Wahrscheinlich, um an den Gegnern vorbeizukommen, nehme ich mal an. Aber ich gebe zu, ich würde das gerne vorher machen. Ich meine, er ist, glaube ich, hier in der Nähe. Ne? War nicht das hier das... Nee, das ist das Südtor. Ach, da oben. Okay, da ist das Nordtor. Ja, gut. Aber ich würde ehrlich gesagt trotzdem gerne vorher noch die Sache mit der kauzigen Krater machen. Ich denke mal, ich muss dann nach hier... Und muss von da aus dann diesen, ja, doch recht schmalen Weg nach oben gehen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Werde ich aber erst in der nächsten Folge machen. Und ja, ich bin mal gespannt, was es da mit dieser kauzigen Kreta hieß sie, glaube ich, jetzt, noch auf sich hat. Oder ob sie uns vielleicht auch irgendwas gibt, was wir dann nutzen können oder so. Also oben rechts ist mir jetzt schon aufgefallen, da ist meine Stufe. Ich habe jetzt 2620 Punkte von 3000, die ich benötige, um zur nächsten Stufe zu kommen. Eigentlich
ist das nicht viel. Ich weiß aber nicht, ob man erst stärker wird, wenn man wirklich die Stufe erreicht hat. Davon gehe ich mal aus. Deswegen, ja, kann ich mich eigentlich... Doch, ja, ich kann mich wieder heilen. Okay, dann kann ich mich unterwegs noch ein paar Kräuter hier holen. Dann bin ich aber auf jeden Fall gerüstet, wenn mich nochmal was angreifen sollte oder so. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.